Ein herzliches Grüß Gott an alle meine Zuschauer dieses Kanals. Heute möchte ich euch die Aufrüstung der Drehscheibenbühne zeigen. Und das heißt, ihr habt ja beim letzten Mal gesehen von der Stromversorgung, sie hat in der Mitte aufgehört. Das muss behoben werden. Zum anderen habe ich mich jetzt entschlossen, die Drehscheibe spielt wirklich in der Zeit, wo die Dampfloks eine große Rolle spielen. Und dann muss das Häuschen umgebaut werden. Und was noch fehlt, sind natürlich die Sperrsignale rechts und links von der Scheibe. Das wird der dritte Teil. Und zum guter Schluss möchte ich euch einfach mal auf eine Führerstandsfahrt auf die Drehscheibe einladen. Wenn ihr Lust habt, viel Spaß nach dem Intro. So, jetzt geht's an die Bühne. Der Mittelleiter braucht noch Strom. Dazu nehme ich am besten die Bühne nochmal raus, weil es so einfach nachher zu testen ist. Das war das Innenleben. Wie der Transport der Bühne erfolgte, mit den entsprechenden Anschluss, Reitern dabei für diesen Dom. Das wird jetzt einfach abgelötet. Die Dioden lasse ich jetzt drauf. Hat den Vorteil, wenn ich später mal zurückbauen müsste, dann ist alles noch vorhanden. So, an diesen Leiter wird jetzt der Strom für den Mittelleiter angeschlossen. Und dazu werden einfach zwei Drähte dort angelötet, die dann im nächsten Schritt durch die Bühne geführt werden. Die Platine kommt wieder an die alte Position und damit sind die Greifer für die Stromabnahme auch richtig positioniert. Das rote Kabel wird jetzt durch das kleine Loch, was dort in die Bühne gebohrt worden ist, durchgesteckt. Das große ist für den Dorn, für den Mittelleiter, damit er richtig positioniert ist und nicht einfach verrutschen kann. So, das Ganze muss jetzt nochmal ordentlich darunter, dass wir möglichst wenig Kabelsalat unterhalb der Bühne haben. Auf der anderen Seite wird jetzt dann das Kabel abgeschnitten. Und das passiert sowohl rechts und links von dieser Mittelschraube. So, relativ kurz und abisolieren. Und im nächsten Schritt nochmal etwas Lötzinn drauf. Und dann diese Unterlegscheibe drauflöten. Das war eigentlich schon die dünnste Unterlegscheibe, die ich hatte. Stellt sich aber im Nachhinein heraus, dass es einfach noch zu dick ist, dass ich letztendlich das rausgeschmissen habe und nur das Kabel verwende. Ja, das ist der Mittelleiter, links original, rechts ist schon die Spitze abgeschnitten. Original läuft er genauso in diese Position und hat dort im Prinzip den Schalter betätigt, wenn er in Position ist. Durch das Abschleifen läuft einfach die Bühne rund. Ja, jetzt im nächsten Schritt geht es darum, dieses Häuschen in diese Verfassung zu bringen, wie es eigentlich im Dampflokbetrieb war. Der Aufbau, der von Märklin vorgesehen ist und dort installiert ist, ist für E-Loks. Ich habe mich entschlossen, keine Oberleitungsspinne zu installieren und deswegen muss dieser Oberbau einfach rückgebaut werden. Dazu werden dann alle Teile, die dort oben sind, inklusive dieses Plexiglases, was ja als Fenster dient, werden jetzt rausgefräst. Und was jetzt hochsteht, lässt sich so nicht verbiegen. Sondern muss also auch nochmal wirklich vollständig
abgefräst werden. Und ja, im Prinzip das Dach im späteren Schritt vollständig neu eingedeckt werden. Man sieht also hier dabei, Kunststoff lässt sich nicht einfach biegen. Auch beim Versuch, dort etwas anzuschleifen und dann zu biegen, es hat keinen Sinn. Ja, von innen ist noch das Plexiglas, auch das muss aus. Es muss einfach vollständig alles zerstört werden, was zu zerstören ist. Ja, und hier einfach der Versuch, dieses Oberteil, naja, etwas verbiegen zu können, aber es hat keinen Sinn, es geht nicht. So, jetzt schalte ich einfach mal den Doppelton weg. Denn das brauchen wir ja auch nicht. Er wollte nur meine süße Stimme hören und nicht das Gebrumme nochmal zweimal von der Säge dort. So, jetzt ist alles runter. Das Ganze wird nochmal fein sauber gemacht und bekommt dann aus PVC ein neues Dach. Das wird jetzt eingeklebt und das Teer, ja, praktisch die Teerpappe oben dann auch wieder neu drauf gemacht. Zuvor, wenn es fertig aufgeklebt ist, muss es noch einen Farbanstrich bekommen, sowohl von unten, damit es homogen ist zur Umgebung, als auch gerade die Ränder, damit man von diesem ganzen Umbau eigentlich nichts mehr sieht. So, alles schön im Holzton. Und dann die Dachpappe drauf. Ja, jetzt geht es um die Lichter. Ihr seht hier links von dem grünen, von der grünen Welle diesen kleinen Huckel. Da war früher bei Märklin einfach dieses Schild drin, maximal 5 Stundenkilometer. Und an dieser Position will ich jetzt also diese Lichtsignal, das Licht, also das eine Lichtsignal, installieren. Ohne Vorständer ist es doch relativ schwierig, aber es geht auch. Ja, für die Fissmann-Signale, die ich hier verbaue, brauche ich einen 3,5 mm Loch. Dann kann ich nämlich nachher direkt die Signale einstecken und brauche sie nicht weiter befestigen. An der anderen Seite von der Bühne wird das zweite Loch jetzt gebohrt und damit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Signale installiert werden können. Die Signale werden nachher über eine BDIP Neo Control gesteuert. Dafür bräuchte ich eigentlich keine Vorwiderstände. Ich lasse aber trotzdem dran, denn man weiß ja nie, wie weit man so ein Signal später nochmal wieder verwenden kann. Denn dieses Modul, das Neo Control, verarbeitet die Signale auch mit den Vorwiderständen. So, und man sieht also hier einfach den Fuß reinstecken und das Signal hält und ist fertig. Von der Beleuchtung vom Häuschen wird ebenfalls das ganze Kabel dann da durch eins dieser Festhalteösen mit durchgeführt. Das ist einfach Decoderlitze, die ich dafür verwendet habe. Und damit die Drehbühne auch bedient werden kann, braucht es natürlich einen Drehwärter oder wie immer dieser Mensch heißt. Die bei der Bahn sind, werden es wahrscheinlich eher wissen. Macht nichts. Das Preiserlein wird dort drin befestigt
und darf jetzt dort seinen Dienst verrichten. Das Häuschen wird jetzt wieder eingeklipst. Und dann müssen die Kabel noch verarbeitet werden, damit sie später auch mit der Neo Control verbunden werden können. Das Verbinden läuft ebenfalls dann über diesen Schleifring in der Mitte. Ich brauche im Prinzip drei Kontakte. Das ist eben Plus, das ist Masse und das ist der Datenbus. Das sind rechts, das ist grün, rot, schwarz. Das sind diese Kabel, die auf den Schleifer führen und jeweils auf einer Platine.